Recht herzlich willkommen zur 23. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier, wir brauchen eine Rakete, wir müssen Temperatur messen, Fieber messen und einen Booster können wir dabei benutzen, ne? Das waren unsere beiden Aufgaben. Ja, dann müssen wir den nehmen. Der Booster. Weiß ich jetzt gar nicht. Thermometer. Ach so, hier ist es. Das müssen wir da dran machen auf jeden Fall. Das sieht man kaum, ne? Ist aber da. Gut. Ja, ich glaube, wir müssen gerade gucken, welcher Booster das ist. Wo sind unsere Aufträge hier unten? RT-10 Hammer Booster ist das. Der ist es, okay. Stellt sich gerade die Frage, ob wir das Ganze trennen sollten oder nicht. Ich glaube, wir machen da noch eine Antenne dran und auch noch ein, sag schon, Akku. So sollte funktionieren, oder? Ja, kann man alles sehen, ne? Sieht gut aus. Booster dran oder die Kappler dran oder nicht, das ist die Frage. Halt, stopp. Achso, das ist egal, den müssen wir nur auf Erde boosten, testen. Wenn er gestartet ist, ist der Test erfolgreich. Wunderbar. Und hier müssen wir unterhalb von 18.200 Meter bleiben, ist also auch kein Problem. Sollte funktionieren. Ist es das schon? Ich denke, das ist es dann schon, oder? So ein Ding hätten wir bestimmt irgendwo gehabt, aber speichern wir mal gerade. Temp. Test. Passt. Safe. Müssen wir noch was ändern? Ich glaube nicht. Da können wir den mitnehmen, den wir haben. Nein, wir machen das anders. Wir gehen doch erst über den Dingens und setzen da einen Wissenschaftler vielleicht rein. Ne? So. Macht vielleicht Sinn, den Wissenschaftler mit der Temperatur ablesen da reinzumachen, ne? Kann zwar jeder andere auch, aber ist ja nicht schlimm, wenn es anders ist. So, der Wissenschaftler sitzt drin. Temp Boost. Ah, jetzt ist er wieder zurückgesprungen. Bock muss da wieder rein. Passt. Und Launch. Und dann stehen wir. Ah, ich habe die Stufen nicht eingestellt. Das müssen wir sofort noch machen. Sieht nämlich nicht so gut aus, wenn das beides in 1 ist. Na, umgekehrt. So, kurz einmal reingeguckt. Die Temperatur müssen wir. Aha. Doch woanders nehmen. Activate Navigation. Gut. Dann müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. Ich sehe aber gar nicht, wo das hier ist auf unserem schönen Ball. Okay, dann werden wir das irgendwie in Angriff nehmen müssen, ne? Wenn wir schon hinkriegen. Gut, Ziel ist eigentlich ausgewählt. Da können wir schon mal anmachen, dann wird das sehen. Der Test ist ja gleich erfolgreich. Und ja, dann würde ich sagen,
SAS noch an. Was war das denn jetzt? Ich habe kein SAS mehr. Ach, das ist nie ein Wissenschaftler und mit dem kann ich kein SAS anmachen. Auch schön. So, testen wir das mal trotzdem, oder? Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, 3, 2, 1, go! Ich denke, wir müssen so in diese Richtung wahrscheinlich. Sieht so wirklich gut aus in dieser Richtung. Da ist irgendwo das Temperaturmessding. Ja, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, ne? Ne, auf gar keinen Fall. Da brauchen wir was Größeres. Tja. Dann halt nicht, ne? Müssen wir das wann anders nochmal machen, ne? So, da waren wir jetzt oben. Ja. Haben wir gerade einen Statusbericht, der geht nämlich. Den senden wir auch. Für den stark an Höhe, aber alles gut. Temperaturmessen können wir auch mal gerade machen. Senden wir auch noch. Höhe im Auge behalten. Hat wohl auch noch geklappt. Ich mach mal den Fallschirm auf. Ich glaube, ist besser. Was heißt Toggle Display? Achso, da können wir da oben. 320 Grad ist da. Respekt, aber das ist die Geschwindigkeit, die wir gerade hatten. Nicht die Geschwindigkeit, sondern, ne? Ja, alles gut, sag ich mal. Wo ist denn das Thermometer jetzt? So, ich muss hier drehen, dann komme ich da rum. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht gelöscht gerade. Jetzt hat er sich wieder verstellt, aber nicht schlimm, weil jetzt kann ich da drauf gehen. Okay, der Status ist schon durch. Hat also wahrscheinlich geklappt, gehe ich von aus. Will ich auch stark hoffen. Okay. Ja, das war die falsche Taste. Keep Data. So wäre es richtig gewesen. Temperatur messen. Nee, das machen wir nicht. Das lassen wir so. Haben wir noch einen Statusbericht? Nein. Okay, alles im grünen Bereich, sag ich mal, ne? So, sind gleich unten. Jo, halben Test erfolgreich, den haben wir nicht geschafft. Müssen wir eine größere Rakete für nehmen wieder. Kriegen wir aber auch noch hin, denke ich. Sollten wir vielleicht die nehmen, die wir letztens auch hatten. Sag schon. Über den Berg da die Mission zu machen. Im Highlands. In den Highlands. Kriegen wir schon hin. Okay, da sind wir gelandet. Können wir recovern.
Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Punkte 29,1 hat es gegeben. Da gab es hierfür über Wasser gescannt. Das ist doch schön. Aber mit 30 Punkten kommen wir leider noch nicht weiter. Wir brauchen 45, glaube ich. Ja, das kriegen wir wieder. 4000 haben wir, glaube ich, plus gemacht. Ist auch okay. Der hat keine Erfahrungspunkte wohl wieder gekriegt. Auch komisch. Gut, gehen wir hier mal rein. Und laden mal eine andere Rakete. War das dieser hier? Nee, ich glaube, die war das nicht. Die sah so ähnlich aber aus. Ich glaube, diese ist es. Nee, die ist es nicht. Da ist ja so eine Transportrakete gewesen, ne? Es war einfach nur... Ja, ich glaube, hier der Zielschirmtest war das. Genau, da ist es doch. Den Schirm machen wir dann weg. Setzen den normalen da drauf. Und basteln noch eine Batterie da dran. Drehen das ganze Werk um, setzen da die Antenne dran und das Thermometer. Da und eine Antenne. Da. So, und dann speichern wir das ab. Den anderen können wir überschreiben, das ist egal. Save. Dann ist die Rakete sicher, oder? So wie die hier unten steht, geht das auch. Na, schwebt ein bisschen hoch, machen wir ein bisschen tiefer. Können wir noch ein bisschen tiefer machen. Gut, passt. So, nochmal safe. Wunderbar. Gut, okay. Dann gehen wir hier raus. Und ich würde sagen, den nächsten Start machen wir wieder in der nächsten Folge, um das Ziel der Temperaturmessung zu erreichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.